future begins. Euer Taubenthaler back am Start und wieder willkommen in Fallout 76. Ich habe gerade noch das von letzter Folge fertig gemacht. Ich musste Kontakt mit Responder aufnehmen und das ging eigentlich schnell. Kann es auch noch kurz zeigen. Ich den Brief benutzen, dann musstest du einfach, also richtig simpel, Freiwilliger und dann kontaktieren und dann war es eigentlich fertig. Und dadurch habe ich jetzt noch eine Quest dazu bekommen. Ich habe erfahren, dass die Responder ihr Hauptquartier beim Flughafen Morgantown hatten. Scheint mir ein guter Ausgangspunkt zu sein, um nach Hinweisen zu suchen, was aus ihnen geworden ist. Schauen wir mal kurz, wo der ist. Hier ist die landwirtschaftlich. Flughafen. Wow. Also nö, kann man hier eine Schnellreise machen, wie in manchen anderen? Nicht. Okay. Ich würde jetzt erst mal sagen, dass wir wieder überladen sind. Was sonst? Würde einfach mal sagen, dass mir nicht mehr überladen, gut. Würde jetzt einfach mal sagen, dass wir zu dem landwirtschaftlichen Vault-Tec-Forschungszentrum gehen. Wer spricht hier? Hallo? Okay. War wahrscheinlich ein anderer. Fruchtbare Erde. Am Hens haben wir eine Fehlfunktion und da halten sie nun fest. Sie müssen gesättigt werden. Sobald sie erledigt sind, müsst ihr den Server neu starten. Noch einmal. Einstellung, Audio, okay, dann machen wir mal die Quests. Potenzielles kompostierbares Ziel gefunden. Alles klar. Okay, den ersten haben wir, wie viel brauchen wir? Oh, gehen ja heftig ab. Oh, wir wechseln. Also manchmal wechseln die einfach nicht. Ja, bestimmt. Hat er ihn jetzt gekillt? Ja, macht natürlich nur Schaden. Habe ich den jetzt gekillt? Steht die Mr. Farmhand Aufseher? Ach, das war ein anderer Aufseher. Aber wir sind doch keine mehr. Und ich habe doch schon zwei getötet. Egal. So drinnen angekommen, werden wir hier von einem sehr verwilderten Gebäude. Zwei wechseln. Zwei. Warum kann ich Nahkampf? Ja klar, ist schon eine Massenversammlung oder was? Alles klar. Bestimmt.
Hacker-Team, begebt euch zum Anbauzentrum und dort zum Hauptrechner. Ihr müsst die Mr. Farmhand-Zielparameter zurücksetzen. Das müsste unsere Leute nicht mehr schützen. Ja. Seid vorsichtig. Warum musste hier genau jetzt hier die Sequest sein? Oder das Event? Ja, komm, ich will doch nur meine Sache hier machen. So, okay, wir sollen hier irgendwie die Zielparameter ändern, damit das Event endlich mal aus ist, aber wie und wo? Jetzt schauen wir kurz auf den Map. Suche die Landwirtschaft. Kann halt auch nicht mehr rein. Ah, okay. So, jetzt ist das Event auch endlich fertig. Da können wir hier auch weitermachen. Type bitte auf. Dann hören wir mal rein. Oder kommt das? Nein. Und sucht im Flughafen. Persönlich angelehnten hört ihr den ersten Eintrag des Paar noch auf. Wie nur ein anderer. Okay. Radio. Potenzielle Quelle gefunden. Und das hier die Holos. Nichts gefunden. Ah, hier, okay. Hören wir es uns kurz Aufseher. Mal an. Nennen wir diese Dinger Tagebücher. Das ist kein offizielles Logbuch, nur etwas für mich. Das Landwirtschaftszentrum, einer meiner ersten Jobs bei Voltec. Ich hatte mich ziemlich gefreut, weil ich als Kind immer auf dieser einen Farm gewesen war. Ich weiß noch dieses eine Jahr, beim Herbstfest. Ich bin durch das Maislabyrinth gelaufen, kreuz und quer. Mama und Papa riefen, dass ich es langsam angehen lassen sollte. Auf keinen Fall. Ich schätze, ich wollte immer ganz schnell hoch hinaus. Eine Pfadfinder-Pionierin zu sein, hat nicht gereicht. Ich musste Truppenführerin werden. Eine gute Schülerin zu sein, war zu wenig. Ich musste überall Einsen haben. Mensch, mir fehlt diese Zeit. Einfach nur ein Kind zu sein. Wir drei. Unser einfaches Leben. Unser einfaches Haus. Ob es wohl noch steht? So, da haben wir den ersten Logbucheintrag angehört. Und jetzt müssen wir den nächsten Tagebucheintrag eintragen. Ah, also müsste dann hier als nächstes hierhin, hier und hierhin. Das wird wahrscheinlich eine größere Angelegenheit sein. Hier geht es nicht mehr weiter. Dann schauen wir uns kurz hier noch in dem um. Also man muss sagen, von dem ganzen, wie soll man es ausdrücken, von der, hier ist noch Mr. Farmhand, okay, von der ganzen Welt, von den Gebäuden, allem drum dran, also da haben die Entwickler sich sehr Mühe gegeben. Jeder muss sich sagen, das Spiel hat schon Ansprachen? Geht nicht, hab keine Haarklammern, okay. Hat schon doch einige Bugs, wo die Entwickler vielleicht dran arbeiten sollten. Das finde ich eigentlich sehr schade, dass es immer noch so viele Bugs hat. Aber sonst ist eigentlich ziemlich gut. Eine Foto nur. Immer überladen.
Mann, oder gerade das Überladen, das, du möchtest dich ja in dem Spiel ja ein bisschen auf was anderes konzentrieren, anstatt die ganze Zeit, ja, du bist überladen und so, ja. Ah, die Melone nehme ich jetzt nochmal. Ah, die kann man ja nur anpflanzen. Angel, Aufseher. Alles. Das, Mann, halt, was kann man jetzt wegtun? Das mal. Haben wir noch nicht. Schauen wir uns mal ein bisschen auf dem Dach hier um. Kochplatte, okay. Ich will jetzt eigentlich nicht so viel mitnehmen, nicht, dass ich halt auch wieder überladen bin. Ja. Aber wo baut mir lag der Aufseherin? Also auf jeden Fall müssen wir unser Camp hier irgendwo im Wasser platzieren. Vielleicht irgendwie hier sowas. Es wurde jetzt auch mal sagen, dass mir das endlich mal macht. Aber wie es okay. Weil eigentlich hat man es ja schon mal platziert, aber das hat man ja dann wieder weggemacht. Dann könnte man ja auch mal richtig auf Generatoren und halt das ganze Zeug machen und ist der Fluss hier wirklich verdunstet. Ja, bestimmt. Okay, dann müssen wir an dem anderen Fluss, oder? Von denen was? Ah ne, der ist verdunstet. So, und damit ist unser Camp auch wieder am Start. Und können wir mit mir auch ein paar Sachen ja, einen Transfer machen. Können wir alles lagern. Sind echt viele Sachen und das Ding kann ja 800 aufnehmen. Ist ja nicht gerade wenig. Also, das ist hier unsere Stelle. Das ist, kann es kurz auch noch auf der Map zeigen. Hier, okay, eigentlich. Okay, das wird einfach nur immer angezeigt. Okay, da hinten ist das Hotel und Green Country und können wir gerade noch in das Camp reinschauen, wie viel so ein Generator oder die ganze Sachen. Ja, Türen, Geschützfallen, Schutz, Generatoren. Ja, Stromanschlüsse, Lichter, okay. Generator, was braucht mit da alles? Gummi, Keramik, Stahl, Kupfer. Okay, wir nehmen nicht Bauer. Stromanschlüsse, Lichter, Nahrung, Wasser. Ah, ne, Wasserpumpe. Ah, okay. Das bringt mir. Übrigens eigentlich sogar nur einen Generator schon. Okay. Okay. Also, ich würde mich dann auch wieder verabschieden für diese Folge. Und lasst doch ein Like und ein Abo da. Und ciao, Leute. War never changes.